Vielen Dank für die Vorstellung und ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem heutigen Vortrag. Wie schon erwähnt, möchte ich mit Ihnen natürlich auch über E-Rechnung reden. Das Thema, das uns alle beschäftigt, das Thema, das in den nächsten Jahren sehr für uns alle relevant wird. Aber Sie werden ja viele Vorträge heute und morgen dazu hören und ich möchte es den langfristigen Effekt beleuchten. Also langfristig beleuchten, welche Challenges und welche Potenziale wir haben. Wie können wir die E-Rechnung nutzen? Was kommt da auf uns eben langfristig zu? Dann natürlich die Vertiefung in diese beiden Punkte und zum Ende, wie die AFI Solutions Sie hierbei unterstützen kann. Als erstes habe ich dieses Bild mitgebracht, das entspricht ungefähr der Standard-Normalverteilung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich an meinen Bildungsweg zurückdenke, habe ich da eher gemischte Gefühle. Das passt hier aber sehr gut, denn wenn wir das mit Ahnungslosigkeit und Vertiefung betiteln, entspricht das dem Weg, den ich mit E-Rechnung gegangen bin. Vor mehreren Jahren war ich ganz links unten und habe mich angefangen mit E-Rechnung zu beschäftigen. Dachte, naja, ist ja nur ein anderes Format und habe dann mit der Zeit festgestellt, wie hoch meine Ahnungslosigkeit eigentlich ist, bis ich irgendwann Scheitelpunkte überschritten habe und dann das abgebaut habe. Wenn wir das Ganze ein bisschen anders betiteln, nämlich Aufwand und Integration, ist es dieser Weg, der vor Ihnen liegt, wo Sie vielleicht schon unterwegs sind. Es wird Aufwand auf Sie zukommen, egal welchen Anbieter Sie auswählen, egal welche Versprechungen gemacht werden. Aber wie hoch dieser Aufwand ist und wie breit im Endeffekt diese Kurve nach oben ist, das hängt natürlich darauf an, welche Strategie Sie fahren und wie Sie die Herausforderung meistern, mit welchem Ansatz. Welche Herausforderungen auf Sie zukommen, aber welche Chancen? Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben eine langfristige Herausforderung, dass wir in Zukunft nochmal mehr auf die Aufrichtung der Datenqualität achten müssen. Wir werden immer noch einen Restbestand an PDF- und Papierrechnungen auch in Zukunft mit uns mittragen müssen. Wir werden internationale Unterschiede immer haben. Selbst mit den Vorgaben der EU wird es diese geben. Regeländerung. Es bedeutet nicht, dass wenn eine Pflicht eingeführt ist, alles feststeht, dass das jetzt die Regeln in Stein gemeißelt sind. Es wird immer noch Regeländerung geben, Formatänderung. Und auch das muss man so klar benennen. E-Rechnung ist natürlich prozesstechnisch nicht nur positiv, es gibt auch Einschränkungen. Aber die andere Seite ist, dass wir auch viel Potenzial haben, nämlich eine Steigerung der Datenqualität, weil wir jetzt ganz anders mit Daten arbeiten können. Wir können jetzt viel mehr automatisieren, weil wir jetzt mit ganz anderen Daten arbeiten. Wir können überlegen, wie stellen wir unser System auf? Wie können wir sämtliche Eingangskanäle vereinheitlichen? Nicht nur in einem Land, sondern auch länderübergreifend. Eben weil wir jetzt ganz anders mit Daten arbeiten, können wir auch ganz anders die Daten zuordnen. Aber vielleicht denken wir unseren Prozess auch ein bisschen größer. Vielleicht den Prozess, der vor der Rechnung passiert, um dort schon gewisse Zuordnungen durchzuführen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, Sie beschäftigen sich mit E-Rechnungsformaten, mit Kanälen, mit der Technik, mit den Regulierungen. Und Sie bauen ein unheimlich wertvolles Wissen auf. Nicht nur Sie, sondern auch mehrere Bereiche bei Ihnen im Unternehmen, im Rechnungswesen, im Einkauf, in der IT. Da kann man dieses Wissen mitnehmen und überlegen, wo digitalisieren wir weiter? Gehen wir vielleicht Bestellungen heran, eingehende Aufträge, Zahlungserwiesen, Liefererwiesen? Da können wir mit diesem Wissen entsprechend auch ganz anders bei uns arbeiten. Schauen wir uns diese Herausforderung ein wenig vertiefend an. Welche Relevanz hat die Datenqualität bei den E-Rechnungen? Einmal ist ganz vorne Zuordnung des Kreditors. Je nach Land kommen diese ja über verschiedene Kanäle mit verschiedenen Informationen. Wir haben nicht mehr die E-Mail, anhand wie wir es zuordnen können. Wir wollen ja auch in Zukunft nicht mehr manuell zuordnen, sondern wir wollen, dass das alles automatisch geschieht. Und dazu brauchen wir eben eindeutige Daten wie Bankverbindung, Umsatzsteuer-ID, also ganz konkrete Zahlen. Wir müssen uns über die Adresseinstellung Gedanken machen. Warum steht die Umsatzsteuer-ID ganz oben? Denn in mehreren Ländern, wie zum Beispiel in Rumänien, wird die Adressierung über die Umsatzsteuer-ID geregelt. Das heißt, wenn Sie dort im Versand
eine veraltete Umsatzsteuer-ID haben, wird die Rechnung dort beim Empfänger nicht ankommen, sondern wird vom Portal schon direkt vom rumänischen abgelehnt. In anderen Ländern wird es die Purple-ID sein oder sonstige IDs und diese müssen Sie aktuell halten. Am besten auch diese Aktualität automatisch, dass die Umsatzsteuer-ID mit den Datenbanken der EU automatisch abgeglichen wird. Auch etwas, was mit Daten zu tun hat, sind die Versandeinstellungen. Wie können wir schaffen, dass wir diese Daten immer aktuell halten? Die Formate, Übertragungsweg, Übertragungskanäle, diese ganzen Themen, über die wir die beiden Tage heute und morgen sprechen werden. Wo können wir das im Endeffekt einstellen? Und am besten, dass es nicht die IT macht, sondern der Fachbereich. Die Rechnungspflicht in Deutschland. Das ist ja das, was uns derzeit besonders beschäftigt. Wir haben verschiedenste Übergangsphasen, auch teilweise für unterschiedliche Unternehmensgrößen, auch was verschiedene Formate betrifft. Ich möchte nicht zu tief reingehen, Sie haben sich wahrscheinlich schon in vielen Bereichen beschäftigt, aber auch nochmal zu erwähnen, Sie sehen, PDF-Rechnungen gibt es Übergangsfristen, Papier kann ein bisschen länger genutzt werden, andere Rechnungsformate auch mit Übergangsfristen, bis am Ende alles auf die E-Rechnung gemäß EN 16931 hinausläuft, die dann von allen genutzt werden sollte oder muss. Warum auch überhaupt diese EN-Norm? Das ist auch ein Hinweis darauf, dass auch in Deutschland ein Portal kommen wird. Das steht außer Frage. Denn was sagt diese EN-Norm? Die besagt, wie Daten aus der E-Rechnung extrahiert werden können, sodass die Finanzbehörden eben ihre Daten haben und den Mehrwertsteuerbetrug, Umsatzsteuerbetrug bekämpfen können. Und wissen alle, wie hoch die Schäden sind. In Deutschland sprechen wir davon 20 bis 50 Milliarden Euro Schaden jedes Jahr, die dem Haushalt dann gehen. Wie gesagt, das ist ganz klarer Hinweis darauf, dass ein Portal kommen wird. Aber wird die PDF-Rechnung und Papierrechnung, werden sie komplett verschwinden? Wahrscheinlich nicht. Das entspricht ungefähr einem Verhältnis, wie es sich in den nächsten Jahren entwickeln wird, zwischen E-Rechnung und PDF- und Papierrechnung. Aber sie werden immer noch oftmals kleine Restbestände an PDF-Papierrechnung haben. Nämlich vielleicht aus dem EU-Ausland oder sonstige Belege, die sie im Rechnungswesen verarbeiten müssen, die vielleicht nicht unter die E-Rechnungspflicht fallen. Was ist mit Mahnung? Was ist mit Zahlungserwiesen? Welche weiteren Herausforderungen haben wir? Internationale Unterschiede, das ist ganz klar. Die verschiedenen Länder haben verschiedene Vorgaben, verschiedene Portale, verschiedene Formate, teilweise innerhalb der Länder unterschiedliche Formate. Teilweise hängt es auch davon, welchen Anbieter man hat. Und diese werden uns auch langfristig begleiten. Das wird sich nicht ändern. Klar wird es irgendwann von der EU Vorgaben geben, 2030 eventuell ist angepeilt, wo dann grenzüberschreitende Rechnungen EU-weit unter gewisse Vorgaben fallen. Aber trotzdem haben wir noch andere Länder und vielleicht eben noch EU-Ausland. Regeländerung. Es wird immer wieder Regeländerungen geben. Das haben wir in Italien gesehen, dass da vielleicht neue Regeln dazu kamen, aber auch Formatänderungen. Die Formate, die E-Rechnungsformate, durchlaufen gewisse Evolutionen. Sie haben mehrere Versionsänderungen pro Jahr. Die X-Rechnung zum Beispiel ungefähr zweimal pro Jahr. Und es kann dann passieren, dass so ein Format auch Änderungen durchläuft, zum Beispiel, dass optionale Felder, also Informationen, die Sie bisher nicht mitschicken mussten, in Zukunft mitschicken müssen und entsprechend natürlich auch auslesen. Das kann auch Auswirkungen auf Ihre Prozesse haben. Das heißt, diese Regeländerung müssen Sie auch langfristig im Auge behalten. Bei den Einschränkungen, auch das muss man sagen, es gibt bei den E-Rechnungen Einschränkungen. Zum Beispiel Datengröße. Warum Datengröße? Das hängt damit zusammen, dass, wo Portale eingesetzt werden, diese Portale oftmals alle E-Rechnung archivieren für 10 Jahre. Zum Beispiel wird es in Polen so sein. Und das muss man sich vorstellen. Alle E-Rechnungen in der gesamten Volkswirtschaft werden in Polen zentral für 10 Jahre archiviert. Das sind Wahnsinnsdatenmengen. Und deswegen werden die E-Rechnungen vom Datenvolumen eingeschränkt sein. Man kann dann nicht mehr alle möglichen Anhänge mitschicken. Da denke man zum Beispiel an Baurechnungen, wo man Bauzeichnungen mitschickt. Oder andere, wo man vielleicht große Leistungsnachweise hat. Aber auch intrinsische Einschränkungen von E-Rechnungen, wie zum Beispiel, welche Felder haben wir zur Verfügung. Mexiko ist ein ganz schönes Beispiel, auch nicht nur bei dieser Einschränkung. Mexiko macht viele Sachen kompliziert. Aber in Mexiko, in dem dortigen Format, gibt es kein Feld für Bestellnummern. Dort nutzt man zum Beispiel das Feld Sonstiges.
Es sind ja nicht nur Herausforderungen, die auf uns zukommen, sondern auch Möglichkeiten, Potenziale. Im Kern von dem Ganzen sind natürlich E-Rechnungen. Und welches Potenzial können wir daraus nehmen? Natürlich Automatisierung, neuer Umgang mit Anhängen, dass wir Aufstellung der Systemlandschaft neu denken und auch, dass wir, was ich schon erwähnt hatte, den Prozess neu denken im Purchase-to-Pay-Prozess. Was können wir wohin verlagern? Muss alles am Ende im Rechnungswesen geschehen? Und auch die Thematik Datenhygiene, dass wir damit anders arbeiten und auch daraus die Chancen nehmen. Welche Möglichkeiten stehen uns langfristig bei Automatisierung zur Verfügung? Ganz klar, Dunkelbuchungen. Das heißt, wir müssen nicht mehr alle Rechnungen manuell bearbeiten. Wir können die dunkel durchbuchen, weil wir haben 100%ige Datenqualität. Das heißt, die Daten sind richtig. Wir müssen nicht mehr manuell auslesen. Wir müssen nicht mehr überprüfen, ob ein OCR alles richtig erkannt hat. Und nicht nur, dass 100% aller Daten erkannt werden, sondern wir können jetzt mehr Daten rausnehmen. Wo wir bisher vielleicht gesagt haben, okay, Positionsdaten nehmen wir nicht raus, um das OCR-Ergebnis besser zu haben. Jetzt können wir alles nehmen. Alles, was auf diesen Feldern drin ist, können wir nehmen und das auch nutzen. Vielleicht, um bei der Automatisierung etwas anders zuzuordnen. Bei bestellbezogenen Rechnungen ist es relativ einfach, aber auch bei FI-Rechnungen. Indem wir sagen, okay, die Reinigungsrechnung kommt einmal pro Monat, ist immer dieselbe. Wenn der Betrag stimmt und diese Daten passen, soll auch das automatisch gebucht werden. Und das Ziel ist, dass wir irgendwann nur noch eingreifen, wenn es Fehler gibt. Auch die Zuordnung der Bearbeitenden, dass wir die Daten eben nehmen, ganz anders mit diesen Daten arbeiten und eine andere Zuordnung intern haben, an die Freigabeprozesse, an die Buchungskreise und eben die Datenergänzung. Wir können einmal Daten zum Rechnungsprozess automatisch hinzufügen, weil wir ja ganz anders mit denen arbeiten können. Wir können aber auch Daten aus der E-Rechnung nehmen und an Folgeprozesse anhängen und die dafür nutzen. Wie können wir mit Anhängen arbeiten? Oftmals ist ja so ein Thema, Stichwort, es ist historisch gewachsen, deswegen schicken wir diese Anhänge mal mit oder deswegen kommen die mal mit. Und jetzt kann man überlegen, welche Anhänge müssen wir überhaupt versenden und welche Anhänge empfangen. Müssen wir jedes Mal die AGBs mitschicken? Müssen wir jedes Mal die Leistungsnachweise mit der Rechnung bekommen? Oder sagen wir, wir arbeiten jetzt ganz anders. Wir haben E-Rechnung digital. Warum können wir mit den anderen Daten nicht auch auf einer digitalen Plattform arbeiten? Und eben auch diese Prozesse, die um die Rechnung herum sind, digitalisieren und mit komplexen Rechnungen auf einer anderen Plattform eben arbeiten. So dass wir eben nicht mehr haufenweise Anhänge haben, wo schieben wir die PDF hin, wo schicken wir das hin, das müssen wir mitschicken, das müssen wir vielleicht ausdrucken, unterschreiben und wieder einscannen. Bei den E-Rechnungen ist es ja absehbar, dass wir verschiedenste Länder haben. Wenn Sie Niederlassungen in verschiedenen Ländern haben, sollten Sie auch jetzt schon das entsprechend ausrichten. Nicht nur gucken, okay, wo kommt welches Land. Die Länder werden nach und nach alle kommen. Die Länder sehen, dass Italien sehr gute Erfahrungen damit gemacht hat. Italien konnte ihren Haushalt um mehrere Milliarden steigern durch die E-Rechnungspflicht. Das ist eine Erfolgsgeschichte aus Haushaltssicht. Absolut. Und die Länder werden kommen. Das heißt, man muss jetzt auch schon das aufsetzen, dass es langfristig so ausgerichtet ist, dass man das alles bearbeiten kann, dass man die ganzen Länder dann mitnehmen kann. Und aber auch beachten, welche Anforderungen gibt der Gesetzesgeber vor? Welche Anforderungen haben wir selber? Haben wir Intercompany-Rechnungen? Denn auch die unterliegen der E-Rechnungspflicht. Bei dem Thema Datenhygiene ist einmal Datenpflege, dass man die in Zukunft aktuell hält, dass man die einkommenden Daten für die Aktualität der internen Daten nutzen kann. Und auch, dass man das in die Hände des Fachbereiches legt. Ich glaube nicht, dass Ihre IT erfreut ist, wenn Sie wegen jeder Sache bei den E-Rechnungen, bei den Einstellungen zu Ihnen hingehen und sagen, könnt ihr das mir bitte anpassen. Und dass wir das, die Thematik nicht notwendige Daten behandeln, dass wir die ganzen Dubletten aufräumen. Wir bekommen durch die E-Rechnung ja einen Push, dass wir mit den Daten anders arbeiten und dass wir diesen Push mitnehmen und eben auch unsere Daten aufräumen. Welche Daten können das sein? Eben dann in der Datenpflege, Umsatzsteuer-ID, die aktuellen Adressdaten, die wir uns dann rausnehmen und eben die Stammdaten aktuell halten. Aber auch, dass wir ein System haben, wo wir die Logik der Freigabeprozesse pflegen, wo wir Versandinformationen entsprechend pflegen.
wenn uns ein Lieferant sagt, okay, wir würden gerne das in dem Format haben oder wir haben einen anderen Übertragungsweg, dann sollte das auch der Fachbereich direkt einstellen können. Und das am besten ERP integriert, ohne dass wir auf eine neue oder andere Oberfläche ausweichen müssen. Bei den nicht notwendigen Daten sind es natürlich doppelte Einträge. Wir kennen das alle, Dubletten, Unternehmen wurden zweifach, dreifach angelegt. Wir haben veraltete Daten, wir haben vielleicht Debiton-System, die seit 15 Jahren keine Rechnung mehr von uns erhalten haben. Oder auch mehrere Bankverbindungen. Brauchen wir diese mehrere Bankverbindungen oder nehmen wir die Bankverbindung, die in der E-Rechnung drin ist? Wie können wir den Prozess neu denken? Wie können wir das Ganze entzerren? Dass wir vielleicht Informationen mitnehmen, die vorher schon im Purchase-to-Pay-Prozess mitgenommen werden können. Wir können zum Beispiel überlegen, dass wenn eine Anforderung erstellt wird, überhaupt ganz am Anfang der Kette, dass wir dort schon im Hintergrund eine Kontierung hinterlegen. Wenn es Person A ist und Anforderung B ist, zum Beispiel Dienstleistungsanforderung, dann ist folgende Kontierung dahinter. Wenn der Teamleiter das freigibt, diese Anforderung, dann können wir das ja auch schon mitnehmen. Da muss nachher diese Rechnung vom Teamleiter nicht mehr freigegeben werden, weil der hat ja die schon am Anfang gegeben. Natürlich, wenn die Rechnung dem entspricht. Wenn die Bestellung verschickt wird, haben wir ja schon im Einkauf eine Person, die damit betraut ist. Das heißt, wenn es bei der Rechnung Abweichungen gibt, kann automatisch diese Person genommen werden, um diese Abweichung zu prüfen. Und wenn der Einkauf schon vielleicht die Auftragsbestätigung freigegeben hat oder bestätigt hat, muss er später im Rechnungsprozess nicht nochmal freigeben. Natürlich, wenn die Rechnung mit der Auftragsbestätigung und der Bestellung übereinstimmt. Das ist ein Weg, wie wir diese ganze Purchase-to-Pay-Prozesskette entzerren können und gewisse Informationen an verschiedenen Schritten schon mal hinzufügen können. Wie kann die AFI Solutions Sie bei diesen Schritten unterstützen? Bei der Herausforderung, aber auch bei der Wahrnehmung der Möglichkeiten. Wir haben bei den E-Rechnungen verschiedene Kompetenzfelder definiert. Und ein Kompetenzfeld liegt natürlich bei Ihnen. Das ist die Überwachung. Das heißt, welche Rechnungen kommen rein, wie gehen die Rechnungen raus. Aber auch, was wichtig bei der Überwachung ist, im Versand, sind die Rückmeldungen. Diverse Portale arbeiten mit Rückmeldungen. Das heißt, in Italien oder Rumänien kommt vom staatlichen Portal eine Rückmeldung, ob das Format richtig ist, ob die Adressierung richtig ist. Und das müssen Sie auch überwachen können und sehen können. Und natürlich am besten SAP integriert. Daher unterstützen wir Sie bei der Überwachung mit unseren Lösungen. Welche Kompetenzen übernimmt die AFI für Sie bei den E-Rechnungen? Das Mapping, das heißt die Definition, welches Feld in der E-Rechnung bekommt welche Informationen. Im Eingang, aber natürlich auch im Ausgang. Welche technischen Änderungen kommen auf Sie zu? Wir überwachen das. Wir kommen frühzeitig auf Sie zu, wenn Sie prozessseitige Anpassungen durchführen müssen. Ich meine, man muss sich das vorstellen, zum Beispiel in Polen, die veröffentlichen eine technische Beschreibung von dem dortigen Format und das sind 300 Seiten PDF auf Polnisch. Ich glaube nicht, dass Sie sich damit beschäftigen wollen, das können Sie uns überlassen. Wir stellen Access Points bereit, also wie kommen Sie überhaupt auf diese Portale rauf? Wie kommen Sie auf diese Übertragungswege rauf? Wir unterstützen Sie im Eingang mit der Lesbarkeit. Das heißt, dass Sie diese Eingangsrechnung entsprechend auch in Ihrer Buchhaltung lesen können, dass Sie ein Stellvertreterdokument haben. Wir führen natürlich die technischen Schritte der Konvertierung durch. Um die Ablage der Adressierung kümmern wir uns, dass Sie das entsprechend im System pflegen können und natürlich um die SAP-Integration. Das heißt, dass Sie bei dieser gesamten Thematik E-Rechnung SAP nicht verlassen müssen. Der AFI-Ansatz ist der Single Point of Business. Das heißt, dass Sie bei uns alles aus einer Hand haben. Wir binden unsere Lösung für den Rechnungsversand und Rechnungseingang an unsere Cloud an. Unsere Cloud, die läuft auf unserem Rechenzentrum. Das heißt, es ist nicht extern gehostet, es wird direkt von der AFI gehostet in Deutschland. Und mit unserer Cloud decken wir die rechtlichen Anforderungen ab, internationale Formate, die Übertragungswege, also die Thematik Y-Modell, V-Modell, CTC, wo geht was, wann hin. Das decken wir entsprechend ab, natürlich die Access Points, die Zugänge zu den Portalen und den Netzwerken und auch die Zugangsdaten. Wobei hierbei geht es eher um die Autorisierung.
Das heißt, dass wir in Ihrem Namen auf die Portale zugreifen können. In Polen gibt es ein ganz wildes System mit digitalen Siegeln, digitalen Token. Und das wird auch hierüber gelöst. In der Purchase-to-Pay-Prozesskette unterstützen wir Sie mit den verschiedenen Lösungen. Lösung für Bedarfsanforderungen, Lösung für die Bestellzusendung. Wieder hier Bestellzusendung vielleicht im EDI-Format. Automatisches Matching, Auftragsbestätigung und Bestellung, Digitalisierung von Lieferschein und natürlich die Verarbeitung von Eingangsrechnung. Wir haben viele weitere Tools, die ich jetzt nicht alle einzeln aufzählen möchte, aber auch sowas wie Pflege der Umsatzsteuer-ID oder Reisekosten. Wer ist die AFI überhaupt? Wir sind ein nicht nur führender Lösungsanbieter, wir sind auch Hersteller. Das heißt, diese ganze Lösung kommt direkt von uns. Wir entwickeln sie selber. Und somit haben Sie bei uns auch alles aus einer Hand, was die Lösung an sich betrifft. Wir wachsen kräftig, über 200 Mitarbeiter an 4 Standorten in Deutschland, weltweit im Einsatz. Und für ein Softwareunternehmen gibt es uns auch schon recht lange, seit 50 Jahren, seit 25 Jahren fokussiert auf SAP. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen. Warum ist das relevant? Das Unternehmen gehört immer Mitarbeitenden und das wird immer so bleiben. Somit werden wir nie einen Investor haben, der vielleicht die Entwicklung ins Ausland verlegt oder den Support outsourced. Das wird nie passieren. Und jetzt, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt, ob Sie Fragen haben. Komme ich direkt mal dazu. Vielen, vielen Dank. Und sehr gerne. Dankeschön. Sehe auch direkt schon eine Frage. Und zwar wurde die Frage gestellt über den QR-Code, der übrigens immer noch auf den Rücksitzen vorhanden ist, wenn ihr noch eine Frage nachlegen wollt. Die Frage lautet, wird es für den Empfänger eine Möglichkeit geben, E-Rechnungen abzulehnen, wenn beispielsweise die PO-Nummer fehlt, wurde gefragt. Ja, das kann man auch umsetzen, dass eine Rechnung abgelehnt wird und dass man da auch gewisse Logiken durchführt und zum Beispiel auch das direkt automatisiert. Prüfe, hat die Rechnung alle relevanten Daten? Wenn nein, automatische Meldung an den Rechnungshersteller. Auch das ist möglich. Wunderbar. Das ist eben dieses wunderbare Denken, digitaler Denken, automatisierter. Und mit der E-Rechnung das entsprechend umsetzen. Ich schaue mal gerade noch mal, ob noch ein Handzeichen da ist für eine weitere Frage für den Moment. Und auch, ja, hier ist noch eine weitere Frage. Und zwar, müssen die Geschäftspartner auch auf einem Portal registriert sein? Nein, das müssen sie nicht. Das ist nicht notwendig, diese Thematik auf den Portalen. Also da muss man unterscheiden, was für Portale. Es gibt ja diese Supplier-Portale, es gibt ja die staatlichen Portale. Bei den staatlichen Portalen ist die Standardantwort bei E-Rechnung, es kommt drauf an. Dort hängt es davon ab, was die Regierungen vorgeben. Aber Supplier-Portale sind dort nicht notwendig. Vielen Dank. Ich schaue noch mal, ob wir noch eine, ja, und noch eine Frage, schaffen wir sogar auch noch. Ab welcher Unternehmensgröße ist die E-Rechnung verpflichtend? Kommt drauf an. Nein, das hängt, also in Deutschland haben wir gesehen, grundsätzlich für alle die Empfangspflicht. Auch in den meisten Ländern wird sie langfristig für alle gelten. Es gibt Länder, wo man mit Stufen arbeitet, erst große Unternehmen, dann mittlere und dann kleine Unternehmen. Aber grundsätzlich für alle. Wunderbar, ich glaube, soweit einige Fragen beantwortet. Wenn man noch weitere Fragen hat, wo findet man dich? Ich kann mir ganz schrecklich Zahlen merken, aber wir sind im zentralen Gang. Kommen Sie gerne zu uns an Stand. Da finden wir auf jeden Fall AFI und damit auch dich für den Moment. Ja. Danke dir für deinen Vortrag. Sehr gerne.